Was ist Augenhistoplasmose? Die Augenhistoplasmose ist eine mögliche Komplikation einer Pilzinfektion. In der Luft befindliche Sporen des Pilzes Histoplasma capsulatum können sich an der inneren Auskleidung der Lunge festsetzen und können sofortige Symptome verursachen oder auch nicht. Wenn Pilzsporen den Blutkreislauf erreichen, können sie zu den Augen wandern und sich in der Aderhautschicht über der Netzhaut einbetten. Menschen mit okularer Histoplasmose können einen leichten bis schweren zentralen Sehverlust aufgrund von Blutgefäßentzündungen und Narben in den Augen erleben. Eine Behandlung in Form einer Laseroperation kann in der Regel weitere Augenschäden verhindern, aber die meisten Menschen, die eine Augenhistoplasmose entwickeln, können ihre bereits verlorene Sehkraft nicht wiederherstellen. Die genauen Mechanismen, durch die Pilzsporen von der Lunge zu den Augen wandern, sind nicht bekannt. Tatsächlich gibt es in der Regel keinen direkten Hinweis darauf, dass bei Menschen, bei denen eine Augenhistoplasmose diagnostiziert wird, überhaupt Pilze in den Augen vorhanden sind. Fast jede Person, die an der Erkrankung leidet, hat jedoch eine Vorgeschichte der Pilzlungeninfektion. Nach dem Kontakt mit Histoplasma capsulatum kann es einige Monate oder sogar Jahre dauern, bis Augenprobleme auftreten. Die Choroidschicht des Auges enthält winzige Blutgefäße, die die Netzhaut ernähren. Die okuläre Histoplasmose verursacht Entzündungen in bestehenden Gefäßen und das Wachstum neuer, sehr empfindlicher Gefäße, aus denen Blut austreten kann. Dadurch können im zentralen Teil der Netzhaut Narben und Läsionen entstehen. Ein betroffenes Auge hat Probleme mit dem scharfen Fokus, der zum Lesen von Text, zum Herstellen von Augenkontakt oder zum sicheren Bedienen eines Fahrzeugs erforderlich ist. Periphere Sicht bleibt in der Regel intakt. Eine Person, die glaubt, Symptome einer Augenhistoplasmose zu haben, sollte so bald wie möglich einen Augenarzt aufsuchen. Der Arzt kann möglicherweise winzige Flecken im Auge erkennen, die als Histoflecken bezeichnet werden. Hierbei handelt es sich um kleine Narben über der Aderhaut, die bei okularer Histoplasmose häufig auftreten. Eine detaillierte Untersuchung kann auch eine Netzhautschwellung und übermäßiges Blutgefäßwachstum aufzeigen. Antimykotische Medikamente und entzündungshemmende Medikamente haben sich bei der Behandlung der Augenhistoplasmose nicht als nützlich erwiesen. Die effektivste Behandlung ist ein chirurgisches Verfahren, das als Laserfotokoagulation bezeichnet wird. Während der Operation wird ein hochintensiver Laserstrahl verwendet, um abnormale Blutgefäße wegzubrennen. Die Fotokoagulation ist in den meisten Fällen sehr effektiv, um die Degeneration der Sehkraft zu stoppen. Es kann jedoch keine verlorene Vision wiederherstellen. Spezialisierte Kontaktlinsen und Sitzungen mit geschulten Sehspezialisten können möglicherweise dazu beitragen, dass einige Patienten besser sehen und lernen, ihre Behinderungen zu überwinden.